Hey, hallihallo, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine Latrine 2 Dö. Ah! Hier fahre ich fast runter die Säure. Co-op Gedöns mit Kiki und. Duscafé. Ja, letztes Mal war es besser, aber es wird langsam. So, wir haben schon mal überlegt und gezielt, wie weit wir lange noch spielen müssen. Und es kann sein, dass wir in den nächsten 6 Parts circa fertig werden, außer wir stellen uns mal nicht so dumm an. Nächsten 6 Parts. Mindestens. Ja, mindestens. Und wenn, dann stellen wir uns extra dumm an. Ah, ah, i, au. Ah, 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 ah. Nein. Was mache ich? Du stirbst. Ah, 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 nein. Ich muss das timingmäßig machen. Kannst du mal die Kiste da öffnen? Okay. Ich komme da nicht ran. Oh, Sammlergemälde. Das gucke ich mir an. Geister verloren. Die Nacht bricht herein. Nur eine kann wirklich die Königin sein. Ah, das ist doch, weil die komische Dings hat doch ihre. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin tot, hä? Du bist runtergefallen, du hast aber die Dichte angeguckt. Angeschaut. Und deswegen falle ich runter, ich dachte, stoppt das Spiel. Ach was. Arschloch. Wo bist du denn gelandet? Na, ich bin in der Traumwelt der. Oh, danke. So geht das. So, und jetzt müssen wir uns irgendwas für die Säure einfallen lassen. Säure ist weg. Nee, die Säure ist immer noch da. Und dank dir fallen die Teile nicht richtig runter. Ah, scheiße. Moment, ich sammle. Wie kann man sich eigentlich die Dinges einsammeln? So, es ist die Säure weg. Danke, ich renn schon mal rüber. Ah! Ich mache einen Hebel. Und was passiert hier? Ich glaube, jetzt ist das die Säure aus, oder? Die Säure ist auch schon so aus. Ja, wenn deine Blase dann aber weg ist, dann ist die dann richtig. Kann ich mal versuchen? Ja? Nein, du hast einfach hier nur ein Loch aufgemacht. Wo denn? Ja, hier. Jetzt fallen die da einmal alle rein. Das hast du doch aufgemacht. Nein, das habe ich nicht aufgemacht. Wo habe ich das denn aufgemacht? Das hast du, hast es aufgeschossen. Das war schon länger offen. Echt? Ja, das hast du gemacht. Deswegen habe ich gesagt, danke, dass du es gemacht hast. Ach so, habe ich gar nicht mitbekommen. Tut mir leid. Seht ihr, Leute, so läuft es schon. Also die 6 Parts sind und sicher. Ha, nein, let me in Frieden. Ich habe Level up. Ah, die kotzt auf dem Boden. Die hat mich umgebracht. Dämlich, ich bin auch tot. Aber er nicht. Und er hört uns alle wieder. Ah, stirb. Au. So, da kommt jetzt keine Kotze mehr raus. Kotze. Das ist keine Kotze, das ist Salzsäure. Ah. Sperma. Ich habe ein Brett hier hingebaut. Das hält aber nicht ewig. Es brennt. Ich habe Angst vor fremden Sperma. Kann ich hier irgendwas machen? Jetzt haben wir das Gespräch hatten wir schon mal. Level up. Ich habe auch ich bin tot. Du Level up und bin tot. Was wird den Scheiß? Also kann man jetzt mit den Schilden nicht sich schützen davor? Vor was? Vor der Säure. So, geschafft. Weiß ich nicht. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist ein schöner Glas Teil Dings. Das sieht geil aus. Ah, die Krake ist ja da. Hallo Krake. Warte, gleich sagst hallo. Hallo, sag hallo. Tentacle Rap Hentai. Und du musst mir jetzt kämpfen. Achtung! Ah! Wow! Ja, rutschen. Wunderbar. Ich geh mal blubben. Ah, guck mal, da ist ein Mr. Bubbles. Wo ist Mr. Ah, das ist aber sehr alte Version von Mr. Bubbles, ja, oder? Das war die erste Version von Mr. Bubbles. Die allererste Version von Mr. Bubbles. Mr. Bubbles macht übrigens, ist jetzt Geschäftsmann geworden und macht Kaugummi. Wer? Das ist ein Bubblegum. Bubblegums macht er jetzt. Der macht jetzt die Bubblegums. Mr. Bubbles? Mr. Bubbles macht die Bubblegums. Verkauft er jetzt, Süßigkeiten an kleine Kinder? Ja, an Little Sisters. Ah. Und du machst was? Ich weiß nicht, ich habe irgendwas gedrückt. Und ich sterb gleich. Nichts. Hört ihr das? Jetzt hör auf, irgendwas zu drücken. Hier sind überall Gegner. Etwas klemmen oder als wäre etwas kaputt. Es klemmt irgendwas. Und wir haben neue Gegner gefunden, liebe Leute. Das sind jetzt solche komischen. Nagas. Die sind bis. Nagas von World of Warcraft. Wenn wir schon das Thema hatten. Von doofen Online-Rollenspielen. Sieht mehr aus wie Murlocs. Wie was? Ah, das stimmt. Ah, die sind kleiner und grün. Ja, ja. Aber vom Gesicht her sehen sie auch immer Locks. Aber das vom Körper wie Nagas. Okay, Nagas. Ja. Nagas haben ja einen Schwanz eigentlich. Ja, die sind auch eher aus wie Seeschlangen an sich. Ja. Okay, da oben klemmt was. Das heißt, wir müssen da was lösen. Würdest du, liebes Kekilein, mich begleiten? Wohin? Kommen hier rein. Hier rein, wo ich hier bin. Ins Glück hinein. Wo ist der andere Hebel hier? Der klemmt doch. Den habe ich ja betätigt, wo du dich beschwert hast. Und da haben wir festgestellt, der klemmt. Ach so. Ja, daher bitte ich dich, siehst du, da klemmt. So, jetzt kommst du her.
sehe da gar nicht, was er klemmt. Ich geh mal tauchen. Ich weiß, ich hab's auch nicht gesehen. Die haben's gesagt, bleibst du mal bitte hier, hier oben ist was zum kaputt machen. Aber hier ist auch irgendwas Schönes. Oh, Kick, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist aber auch sehr stark, oder? Da kommen wir nicht hin. Moin, wo bin ich denn? Na, kommst du mal zurück? Was ist denn hier? Hallo, wie gehst du selber dahin? Ja, weil ich sehen wollte. Ich bin neugierig. Du musst mit dem Hammer, der Hammer vom Pontius. Pontius! Hammer von Pontius. Gut, dann nimmt's auch. Das hilft nichts. Ah, oder doch? Verdient. Hallo? Und jetzt? Was passiert? Irgendwie hänge ich gerade. Jetzt kann ich nach oben. Weil irgendwie hänge ich gerade, weil... Gut, und ich? Wie komme ich da hoch? Ja, das ist ärgerlich. Ich bediene hier unten den Hebel, du machst was. Ja, was bringt mir das? Ich kann hier nichts tragen, gar nichts. Eigentlich. Warte kurz, ich gebe dir Dings, du darfst Amadeus nehmen, und dann versuch mal hier irgendwas zu machen. Ja, jetzt habe ich so gemacht, was bringt mir das jetzt? Mal gucken, was klemmt. Siehst du das? Das musst du... Das aus dem... Du musst von dem einen Luftrohr ins andere Luftrohr, glaube ich, das transportieren. Kann ich das drehen? Achso, mit dem... Ja, kannst mit du. Mit ASD kann ich das drehen. Oder mit den Sticks für die Controller-Steuer-Liebhaber in unserer Zuschauerriege. Ich gehe währenddessen mal updaten. Was da brauche ich updaten? Ja gar nicht. Hä? Ist updaten? Ich gehe updaten, ich brauche ein neues System. Ich krieg das nicht hin. Soll ich's machen, aber da muss ich hochkommen. Du musst hier nicht uns was vorstöhnen. Nicht? Nee, das ist glaube ich nicht so notwendig. Mann, geht mir alle aus dem Weg hier. Schmutzenden. Ach, jetzt darf ich ja die Dings, die Zoe nehmen. Ja, kannst ja mit der Zoe hier hochkommen. Wie macht man das? So. Ich komm da nicht hin. So. Das sieht nach einer weiteren Aufgabe für den Zauberer aus. Gib mal her. Lass mal die Erwachsenen. Lass mal die Erwachsenen. Ich raus! Warte kurz, ich lass dich raus. Was hast du hier denn gebaut? Ich will genau dasselbe bauen, was ich gerade gebaut habe. Kinder. Lass mich hier frei. Bleib doch mal ruhig, Mensch. Ich will das Ding hier kaputt machen. Warum kriege ich das nicht mehr gegriffen? Was hast du kaputt gemacht? Weil das kriege ich nicht mehr gekrapscht. Wieso nicht? Keine Ahnung. Kriegst du die anderen nicht gekrapscht? Der will irgendwie nicht. Der will hier die nicht bewegen. Ich kann nur den hier bewegen. Und oder den kriege ich nicht mehr. Nee. Ach doch, jetzt geht's irgendwie so. Stell dich doch nicht so doof an hier. Hey. Mal los, ey. Jetzt geht's los. Okay, wir könnten... Wir machen mal, wir puzzeln mal andersrum. Also so wie wir das in Bioshock gelernt haben. Immer vom Ausgang zum Eingang. Oder wie wir das allgemein bei diesen Röhren spielen. Hallo, das macht man so nicht. Doch, auch. Das ist das, das steht in dem Regelbuch der, Tunnelbaugenehmigungsanlagen. Anlagenfirma. Okay, das kann ich wieder nicht bedienen. Was brauchst du denn für einen Kack? Ich finde das schon mal viel schöner als deins. Sieht nicht viel besser aus als meins. Genau dasselbe habe ich auch gemacht. Das Problem ist, ich krieg das untere Rohr auch schon wieder nicht hochgehoben. Ich hab ne Idee, gib mir den Magier. Okay, komm, hier ist der. Au! Na, so kann's klappen. Das klingt übrigens ganz lustig bei mir. Warum kriegst du das hochgehoben? Bei mir ritt da immer die rote Hand. Was hast du jetzt? Du machst jetzt irgendwas. Nein, das war doch richtig. Das geht doch gar nicht. Ich kann eine gerade Strecke bauen. Oder? Lass mich mal. Nee, will er nicht. Das geht. Hä? Moment. Wenn ich das jetzt so machen würde. Ich hab mir eher gedacht, du möchtest das so hier unten rum machen. Ja, und dann bringt ja gar nichts. Bringt ja überhaupt nichts. Und dann so rum? Ey, du kannst einen Kreis bauen, bau mal einen Kreis. Und dann? Vielleicht müssen wir einen Kreis bauen. Und dann? Das geht gar nicht, ne? Nee. Das sieht aber schon mal lustig aus.
Hui. Geh mal nach unten und betätige mal den Hebel. Ja, dann wird er sagen, da ist... Ah, guck mal! Was denn? Guck mal! Was denn? Du hast hier noch ein gerades Stück. Hier! Was? Guck mal, was ich gefunden habe. Ich will auch sehen. Da! Wo ist das denn her? Das habe ich vorhin hier oben abgemacht. Na, guck mal! Ach, guck mal, da geht noch was... Na, guck mal! Na, guck mal! Ist ja ein richtiger Fuchs, der Nusscafé sogar. Ein kleines Füchschen bin ich, siehst du? So der Adventures. So der letzte Adventures, let's play. Ich glaube, das ist schon mal meine Berufung. Und ich hab's! Verdammt! Krieg ich das noch dazwischen? Ohne irgendwas kaputt zu machen. Das ist wie eine Vase. Jetzt habe ich das Problem, dass ich es da oben nicht reinbekomme. Ja. Nein! Das ist doch eine dritte Dimension! Warum ist das hier hinten? Dämlich. Nein, das ist nicht dämlich. Das ist genau geplant von mir. Ich wollte. Das hat, hat aber schon gereicht eigentlich. Nee, warte, ich will das jetzt. So das hat hier schon grün weggemacht und dann leuchtet das wieder. Jetzt! Mach an! Das hat auch davor geklappt. Egal. Mach an! Ja, hab ich. Versuchen jetzt. Dreht sich ja alles. Ja! Woo! Durch oben bleiben oder runter? Die Maschinen laufen! Wohin geht's denn? Die Maschinen laufen! Halt. Ah, das Wasser ist weg! Das Wasser ist weg, oh. Die Maschinen laufen! Das Wasser ist weg! Guck, das Wasser ist weg! Der Water ist weg! Der Water! So, jetzt haben wir das Problem. Jetzt ist das Wasser weg und jetzt? Der Water ist weg! Der Water. Ah, ich weiß schon! Die andere Seite rüber kriegen und dann kann ich gleich das Wasser wieder hoch machen. Zieh mir das Wasser auf die andere Seite. Ich hab's jetzt hier, du kannst schon mal reinmachen. Reinmachen? Steck ihn rein, lass ihn drin, bis ich eingeschlafen bin. Willst du wirklich gerne Sex einschlafen? Ist das so okay? Ich finde das nicht so gut, während des Sex zu schlafen. Eingeschlafen bin. Und jetzt kommt man noch so hoch? Niemals. Denke ich mir. Wenn ich mal das Fass rüber bewegen könnte. Kannst du auf dem Fass noch eine Kiste draufstellen? Ich kann das Fass aber eigentlich bewegen, aber ich kann es nicht mehr bewegen. Warte kurz, können wir es so... Wir können es so schieben. Au, ruck. Aber trotzdem kommst du da nicht hoch. Doch! Oha. Hochgebackt. Wie lange... Boah, Leute. Was? Was haben wir denn noch? Noch 3 Minuten. Wir haben noch genug Zeit. Einer zum letzten Checkpoint, Dalli. Nee, das war schon... Das ist schon einer der... Ich habe jetzt Angst, den Hebel zu bedienen. Ich habe Angst, dass da jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Es brennt schon mal unter meinem Arsch. Okay, das kann man auch zweideutig verstehen. Ah, eine Spinne! Nix zweideutig verstehen hier. Nix da. Ja, lass mich in Ruhe. Ich mach jetzt hier aber. Alle. Die haben und hier ist Säure. Die haben Schild und hier ist Säure. Ah. Stirb. Nein! Was machst du da? Voll in die Säure reingefallen. Hier unten ist keine Säure. Oh. Ich rette unser Leben. Hallo, mach doch mal dein doofes Schild weg. So. Ich hab mit hoher Gewalt geht alles. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ach, ich muss jetzt links nehmen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte gerade Säure auf uns lagern. So. Du kannst auf die andere Seite dein Dings machen. Und wie komme ich jetzt rüber? Ah, Entschuldigung. Oh, das habe ich gerutzelt. Geritzt? Du hast dich geritzt? Ja, ich ritze mich nicht. Immer. Nein! Doch, ich bin depressiv. Ein Depri. Nicht. Nein, das ist... au. Also ich komme so. Du musst uns retten. Da ist schon der Checkpoint. Mach mal bitte. Kann ich das mal... Kann man es lesen? Hallo? Achso, soll ich das vorlesen? Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden, Isabel. Wer war nochmal die Böse? Rose oder Isabel? Rose war, glaube ich, die Böse. Oder? Ich sehe da gar nicht. Das ist so selber nicht mehr durch. Na, wir haben es lange nicht mehr aufgenommen. Leider. Wir sollten alles am Stück aufnehmen. Ich sehe da gar nicht mehr durch das... Komisch. Durch das Story-Gewirr an genialer Geschichte. Eigentlich zwei Personen, ne? Es gibt Rose und Isabel. Was machst du da? Und den komischen Twine. Ach, dann geht's weiter. Und den Drachen. Aber, lieber Keki, komm mal hoch zum Abschlussfoto.
Ja, Moment, ich hole nur die letzten Kügelchen. Hol die Kügelchen heraus. Ja, das mache ich gleich. Machst du danach? Okay, mach liebe Freunde. Machen wir Abschlussfoto erstmal. So, das war der aktuelle Part von Twice Together. Und ich hoffe, es hat gefallen. Und denke an unser Motto. Unser Motto heißt wie? Abonnieren, kommentieren, subtrahieren, multiplizieren, Ordnieren, genau. Ich wollte schon sagen, das wäre eine jugendfreie Version. Wir sehen uns dann, Leute, und bis dann. Tschüss. Ciao.